Ja, der neue Ad-hoc-Marktreport des Gutachterausschusses für November ist da. Der betrachtet den Zeitraum, wir sehen es hier, Juni bis August 2020 für Bauland im individuellen Wohnungsbau, offene Bauweise, das heißt Grundstücke für die klassischen Ein- und Zweifamilienhäuser bis zu einer GFZ von 0,6. Und zwar, was ist passiert Berlin? Weil die Preise sind um 116% nach oben. Wir sehen hier den Vergleich mit dem Vorjahr und sehen, die rote Kurve von 2020 liegt über der von 2019. Das trotz, beziehungsweise vielleicht auch genau wegen Corona, weil alle wollen raus, wollen in Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, ins Grüne. Und insofern ist die Nachfrage weiterhin gestiegen. Gucken ganz kurz rein in die Zahlen für unseren Bezirk Neukölln. Da sehen wir, dass sich sogar im Mittel die Werte um 123% verändert haben. Ich gehe ganz stark davon aus, dass die neuen Bodenrichtwerte, die wir im Februar, März erhalten werden, hier mindestens um 15, vielleicht sogar um 20% angehoben werden. Also die Preise gehen weiter nach oben.